Wir sind immer noch live aus dem Pfalzköller unterwegs mit Tele Ostschweiz und neben der SVP im Kanton St. Gallen. Der grösste Gewinner ist natürlich der Lukas Reimann von der SVP. Nicht nur erster Satz, was du vielleicht noch vermutet hast, sondern gesetzt ab in den Nationalrat. Bei den Sportlern sagt man immer, wie fühlen sie sich jetzt? Lukas Reimann, wie geht's? Ich bin einfach nur dankbar und ich möchte all denen, die mir die Stimme gegeben haben und die mich unterstützt haben in diesem Wahlkampf, von ganzem Herzen wirklich riesig danken. Das war ganz toll, wie viele Menschen mich unterstützt haben und auch wie viele Menschen ich kennenlernen in diesem Kanton St. Gallen. Ich bin ja etwa bis 12 im Aargau aufgewachsen und bin bis jetzt wahrscheinlich 70% St. Galler und 30% Aargauer. Und spätestens nach dem Wahlkampf, nachdem ich so viele tolle Leute in diesem Kanton kennenlernen durfte, bin ich 100% St. Galler. Gut, da sind jetzt alle, die dich gewählt haben, froh, dass da nicht nur ein heimlicher Aargauer gewählt haben, sondern wirklich ein durch und durch St. Galler. Aber ich habe es ketzerisch gesagt, vielleicht mit dem ersten Ersatz gerechnet, aber nicht direkt mit einem Sitz im Nationalrat. Wie hast du den heutigen Nachmittag verlebt? Was hast du gemacht? Hast du an der Olma gewesen oder geschaut? Was läuft die Sache Wahlresultat? Ich war zuhause mit wenigen engen Freunden und mit der Familie und wir haben die Wahlresultate einfach laufend verfolgt, was ich gekommen ist, Gemeinde für Gemeinde, und sind natürlich bis zum Schluss sehr gespannt gewesen. Hast du jetzt ansatzweise vielleicht also etwas wie Mitleid mit der FDP, wo einen Sitz knallhart an die SVP und eigentlich an dich verloren hat? Also das ist der Volkswille und ich bin glücklich und denke, das ist ein ganz wichtiger Erfolg für die SVP im Kanton St. Gallen, dass wir nochmal einen Sitz haben können zulegen, und das werden wir in der Politik dann auch umsetzen, dass wir uns noch stärker für unsere Heimat und für unsere Schweiz können einsetzen können. Das hast du ja ganz klar gesagt, auf deinem Wahlportal hast du ja noch ein Video geschaltet, so gegen den Schluss, glaube ich, die letzten 2 Wochen, 10 Tage, wo du einen Haufen Versprechen abgegeben hast. Bist du dir jetzt hundertprozentig sicher, dass du die auch kannst umsetzen im Bundesbern? Also, ob ich mit allem durchkomme, das kann ich nicht versprechen. Aber ich verspreche, dass ich mit aller Kraft dafür kämpfe, für die Ziele, die ich gesagt habe, für die kämpfe ich. Für eine sichere Schweiz, gegen die Islamisierung, für tiefere Steuern, für die Zukunft von dem Land. Für das werde ich mich mit aller Kraft einsetzen. Das ist immer auch das, was der Souverän will oder von einem Politiker verlangt im Kanton St. Gallen. Jetzt haben wir sie in der Elefantenrunde schon besprochen. Da war der Toni Brunner, der Präsident der SVP Kanton St. Gallen. Hätte dich eigentlich auch ein bisschen unter seine Fittich genommen, dass du den Erfolg von ihm vor 12 Jahren als jüngster Gewählter, direkt von der Olma kommenden, dass er diesen Erfolg an dich weitergeben kann? Wie ist das abgelaufen parteiintern bei der SVP im Kanton St. Gallen? Also ich muss sagen, der Toni Brunner ist für mich ein grosses Vorbild. Und was er geleistet hat in den letzten 12 Jahren für unseren Kanton und für unsere Schweiz, da gibt es keinen Zweiten in diesem Land. Das ist Wahnsinn. Und darum hoffe ich sehr, dass er in den Ständerat reinkommt jetzt. Und unser Kanton wird im Ständerat vertreten. Das sieht ja auch relativ gut aus nach dem heutigen Resultat, obwohl natürlich das Rennen noch mal ganz offen ist auf den 25. November hin. Wirst jetzt du als frisch gewählter Nationalrat auch aktiv in den Ständeratswahlkampf eingreifen, um noch mal einfach alles in dem Kanton zu mobilisieren für den Toni Brunner? Das ist ganz klar. Ich will mit aller Kraft jetzt im zweiten Wahlgang für den Toni Brunner einstehen und noch mal um jede Stimme kämpfen. Weil schlussendlich zählt in Bern jede Stimme und es geht um die Wiederwahl vom Bundesrat Blocher und dort zählt jede SVP-Stimme. Und darum brauchen wir den Ständeratssitz. Sicher ist sicher, so quasi, dass das Gewicht noch grösser ist im Parlament, damit auch der Bundesratssitz nicht verloren geht. Wie hast du vor, wirst du das machen? Also ich meine, wir haben es schon gehört, also ganz, ganz jung. Ich weiss nicht, wie fest du dir dein Leben schon zurechtgelegt hast und geplant hast als Parlamentarier im Nationalrat. Also hast du schon einen Plan B gehabt, wenn ich gewählt werde, ändert sich das und das und das? Oder musst du jetzt alles neu ausbeindeln? Was so läuft in deiner Biografie also, mit Studium und? Ja, grösste Priorität ist ganz klar, ich muss mein Studium abschliessen. Weil beruflich muss man auch auf eigenen Beinen stehen. Dann eine grosse Priorität ist natürlich das Präsidium von der jungen SVP, wo wir doch jetzt allein im Wahlkampf über 100 neue Mitglieder haben können gewinnen und wo wir mit dieser Jungpartei sehr viel haben können erreichen. Und politisch wird sich da zeigen, aber mit dem Kantonsratsmandat und dem Studium ist es sehr gut gegangen. Und ich denke, mit dem Nationalratsmandat wird sich das auch vereinbaren. Als Präsident der jungen SVP muss ich vielleicht noch fragen, wie züchtet ihr die jungen Politiker, die immer Erfolg haben, weil die anderen Parteien schaffen das ganz offensichtlich nicht? Also ein grosser Unterschied ist, dass man bei uns den Jungen die Chance gibt, um auf der Mutterparteiliste zu kandidieren. Und CVP, FDP, SP und auch Grüne machen einfach Jugendlisten. Und dort können sie ein bisschen wursteln, aber es hat nie eine Chance von den Jungen, zum eingewählt zu werden. Und da muss ich auch danken der Partei, dass sie uns Jungen die Chance gibt,
und das Vertrauen gibt, um auf dieser Liste mitmachen. Um sich auch am richtigen Ort der Prominenz zu präsentieren. Weiss gar nicht, Claudio Agostoni, du hast mich angeschaut. Heisst das, unsere Zeit ist um oder haben wir noch eine Frage zu gut? unsere Zeit ist tatsächlich um nach Sage und Schreiben 3,5 Stunden. So ungefähr. Sage und Schreiben 3,5 Stunden. Herzliche Gratulation und vielen Dank für den Besuch hier bei uns, Lukas Reim. Und packen Sie uns nie mehr Aktenzeichen XY ein. Das ist dann noch eine grössere Nummer als die Sendung. Das heute. Wird weiterhin kämpfen. Das ist gut. Gut, da haben wir also quasi vom Souverän noch einen aufs Auge bekommen. Gut, danke trotzdem. Jetzt wird aber doch noch gefeiert, Lukas Reimann, oder? Jetzt gibt es Freinachtswil. Und alle, die noch kommen wollen, sind herzlich eingeladen. Kaffee Tartin, Toggenbogenstrasse in Wil. Das gut, wird teuer, also, Lukas Reimann. Toni Brunner also. Hat nicht recht gemeint, es wird nicht gefeiert, jetzt geht es auf zu 9 Uhr. Aber wir sind auf den Ständerat. Genau. Danke vielmals, Lukas Reimann. Und ein Erfolg sei dir gegönnt. Geniessen heute Abend. Merci vielmals. Tschüss, ganz danke. Ganz herzlichen Dank.